Die ersten Lastwagen mit Hilfsgütern für Venezuela sind in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta eingetroffen. Allerdings wird die Brücke nach Venezuela auf Geheiß von Präsident Nicolas Maduro noch immer von Soldaten blockiert. Meine Mutter ist vor etwa 15 Tagen gestorben. Die Ärzte konnten sie nicht operieren. Wir mussten uns um alles selbst kümmern. Sogar eine Beerdigung hier ist nicht möglich. Dafür muss man Geld haben. Es gibt nicht genug Geld, um die Toten zu begraben. Lebensmittel und Medikamente sind knapp in dem Land, das von der Wirtschaftskrise und dem Machtkampf zwischen Präsident Maduro und dem selbsternannten Interimsstaatschef Juan Guaido gebeutelt ist. Maduro weigert sich weiterhin, internationale Hilfe anzunehmen. Er unterstellt seinen Kritikern unlautere Absichten. Weil sie unsere Ölressourcen, unsere Mineralien und anderen großen Reichtümer wollen, treiben sie eine internationale Koalition unter der Leitung der imperialistischen Regierung der Vereinigten Staaten voran. Sie wollen Venezuela militärisch angreifen, unter dem Vorwand einer humanitären Krise, die es nicht gibt. Als Grund für den Mangel im Land nannte Maduro Sanktionen, die dazu geführt hätten, dass Venezuela nicht genug Güter importieren konnte. Allerdings sind bereits rund 3 Millionen Venezolaner vor dem Elend in ihrer Heimat ins Ausland geflohen.